Na wunderbar, sie schmeißen einen Pull-Timer. Jetzt kann ich sogar pre-CD'en. Oh nein, sie hauen den Key nicht rein. Naja, gut. Okay, also sie wollen den Big Pull, haben sie geschrieben. Jetzt schauen wir mal. Also ich habe Necrotic, ne? Das ist halt das Problem. Ich werde mich jetzt dann gleich nicht mehr wirklich heilen können. Fuck, ich habe 27 Stacks. Okay, das wird halt nichts. Die machen halt, 50... Egal, keine Heilung mehr. Schauen wir mal, wie weit ich runter kann. Bitte, bitte. Oh, zum Glück ist es ausgelaufen. Weil weiter kann ich nicht manchmal... Wenn du nämlich in diese Ecke reinläufst, dann buggt es manchmal und die Mobs porten dich raus und so eine Scheiße. Deswegen bin ich nicht weitergelaufen. Weil wenn sie mich in sich reinporten, dann wäre das Deck ganz sicher nicht ausgelaufen. Ah, ich kann ja auch Shadow melden. Ich bin ja ein Vollidiot. Ich bin jetzt wieder Ali, ne? Also, der Char war schon immer Ali, aber ich habe ja immer mit meinem Hordenchar jetzt gespielt gehabt. Und der Hordenchar hat er keine Shadow mehr, so einfach ist es, ne? Das Problem ist, dann bringt mir mein Heal Trinket hier gar nichts, ne? Ich war schon auf über 100% Damage Reduction. Aber das, also Dings merke ich jetzt halt gar nichts von, wie heißt hier? Den quasi Aggro-Verringerung kann killt die. Ach, fuck, okay, das wird halt nix. Ich muss. Glaube ich denn jetzt schon 70%. Ich kann jetzt nicht dahinter laufen, sonst add ich da hinten den Kack. Muss ich ein bisschen gucken. Hat mir Schutz ge. Achso, wir haben Reaping schon getriggert. Eigentlich kann ich die ins Reaping mit reinziehen. Ich hoffe, das geht gut. Ich glaube, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ich hoffe, der dispelt mich auch. Ich kann gleich einmal mit der Shadow Melt resetten. Okay, ich habe einmal mit der Shadow Melt resettet. Oh fuck, der Rogue stirbt halt jetzt. Shadow Melt Risse. Irgendwie, die haben die Shadow Melt aber auch geändert, dass du dann ein komplette Aggro komplett weg ist. Komm raus da. Es war jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich. Ich habe alle CDs gewastet, aber es ist zumindest keiner gestorben, ne? Weil irgendwie ist früher war es so, du bist geshadow meldet, die Aggro war weg, ne? Klar. Und als du dann aus der Shadow Melt raus bist, hattest du wieder die volle Aggro. Jetzt ist sie irgendwie ganz weg. Das ist natürlich eher blöd. Komm, auf geht's. Was haben wir denn? Wir haben eh keinen Boss-Buff, ne? Wir haben verstärkt... Necrotic ist es. Ich habe die ganze Zeit vorhin überlegt, aber es steht ja dran. Necrotic war das mit der Aggro, ne? Also gut, hier Necrotic habe ich anscheinend echt nicht das Problem, dass ich jetzt mit der Aggro... dass dann einer overnuked oder solche Sachen. Ist oft bei Burst-Melee-Gruppen der Fall, ne? Also wenn du einen Worry dabei hast, der sofort in die Gruppe reingeht und so, quasi... extrem Burst Cleave hat, da hast du dann oftmals Probleme vielleicht als Tank. Aber jetzt hier, vor allem Caster haben ja eine niedrigere Akkuschwelle, ne? Also ein Caster hat ja Overnuked ja erst bei 130%, also das hat nichts mit dem Caster zu tun, sondern mit der Range quasi, aber die Caster stehen meistens auf Range. Und ein Melee tut ja schon bei 110 quasi Overnuken. Deswegen hast du es mit einer Caster-Gruppe tendenziell immer leichter. Jetzt mal gucken, wo der Rogue seinen Skip machen will. Na gut, den einen, den kannst du mitziehen, das ist ja eh easy. Obwohl, ja, ist so eine Sache, wegen Necrotic ist mitziehen immer so eine Geschichte, ne? Kann dann wieder mit Shadow Melt quasi einmal resetten, aber dann hat halt alles andere Aggro. Das bringt halt auch nicht so viel. Gut, wir haben einen Mage dabei, das ist dann eigentlich auch mal ganz gut. 11%.
Heiler Mana sieht ganz gut aus, also Regen muss er jetzt nicht. Haut er ganz schön gut rein, der Typ. 50k Hits? Hat der nicht sonst immer? Sonst macht er doch immer diese Kacke hier. Sonst ist der eigentlich meistens schon tot, bis ich den dahinter gezogen habe. Okay. Ich bin außerhalb. Es ist aus sicherer Quelle, dass die Kapitäne eine Versammlung haben. Wenn wir es da hineinschaffen, können wir der Schlange alle Köpfe. Eigentlich willst du die nicht auf die Brücke ziehen, sonst hast du diese Blutlachen hier auf der Pfütze. Diese Pfützen immer auf der Brücke, so rum. Aber ja, ich dachte mir jetzt, komm, ziehen wir sie kurz raus. Nee, komm, ich kick mir jetzt mal weg. Keine Ahnung. Ah, fuck. Jetzt ist natürlich gerade der eine gestorben. Der Kick war jetzt eher nicht so, war jetzt eher semi-gut. Sollten jetzt so langsam mal hops gehen. Ah, okay, jetzt kann ich nicht resetten. Weil wir die Neutralen hier noch haben. Die Dings sollten wir jetzt nicht adden. Pull doch nicht noch die mehr. Ich muss einmal resetten. Weißt du was, ich Shadow Meld jetzt. Hilft nix. Zwar jetzt eigentlich gewastet für diese Gammel-Mobs, aber... Ja, was haben wir denn als Dings? Achso, wir haben die Typen. Wir haben jetzt gleich auch Reaping. Der Char des Zorns spawnt gerade. Ich muss jetzt fix den Char anhauen. Okay, jetzt haben wir die mit gleich und das Reaping, wenn's... Naja, gut, das Reaping können wir auch so spielen. Krieg halt ziemlich schnell die Stacks hoch jetzt. Nee, das war jetzt nicht gut. Jetzt fix um... Fuck, jetzt ist das Reaping gespawnt. Das war jetzt der Worst Case. Fuck, die haben genau die Reaping-Viecher gekillt. Das ist jetzt ungünstig. Oh, what the fuck, wo kommen die ganzen Ratten her? Okay, das wird uns halt jetzt grillen. Erhebt euch, Gefallene. Nein, die haben die Ratten so geedit. Ich weiß nicht, wo sie die Ratten her haben. What the fuck? Ja, ich bin tot. Das war nichts. Irgendwie haben die unten die Ratte noch gepult. Jetzt er mich? Ah, ich lauf. Keine Ahnung. Wir haben keinen. Das sind ja beides Priester. Die ganzen Elite sind halt fast tot, ne? Das sind halt jetzt die Reaping-Mobs, die uns noch von hinten einmal erwischt haben. Problem ist, wir hätten die Ratten. Das war ein bisschen viel. Ja, du hast vorne Dings gehabt, aber von unten kamen irgendwie auch noch lauter Packs. Also irgendwie haben wir unten die Putt und die ganzen Mobs geaddet. Ich weiß auch nicht, wie das ging. Ich bin ja hinten rumgelaufen, quasi. Sagen wir mal den ganzen Scheiß hier aufeinander. Also ich habe vorne schon diese eine Gruppe mitgenommen, ne? Das war auch nicht optimal, aber irgendwie kamen nochmal ewig viele Mobs von unten. Ich weiß nicht, wie die getriggert wurden. Ob da jemand absichtlich runtergeschossen hat oder ob es quasi einfach so geaddet worden ist. Das weiß ich jetzt nicht genau. Okay, ist jetzt alles zugevoidet. Müssen wir halt nochmal durch die Voids durch. Fuck it. Ja, das ist halt... Deswegen hasse ich das mit der Brücke. Weil siehst du hast die Voids hier und das Reaping wirst du halt auch nicht auf der Brücke spielen. Aber es ging jetzt nicht anders. Der eine ist schon reingelaufen, die Mobs kamen schon angerannt. Jetzt muss sie leider auf der Brücke spielen. Sonst hätten sie mir den Heiler verhauen. Das war jetzt ätzend. Naja. Vor allem, hier, weißt du, hier unten, ich weiß gar nicht, wie sie den hier hochgezogen haben, wie das ging. Was ist jetzt der eine Dude? Okay, der läuft da hinten ran. Dann machen wir da mal einen Mob, bis der Heiler da ist. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ah ne, das ist der Heiler. Okay, warte, dann können wir den anderen Dude auch noch ranpullen.
Und die da hinten auch, sobald alle da sind. Backen wir jetzt mal kleinere Brötchen. Und Patrick, hey, ich grüß dich. Jetzt haben wir eh gleich nochmal Reaping. 8%, wenn wir... Warte, reicht das? 1, irgendwas? Na, es wird knapp nicht reichen. Vielleicht machen wir da noch die eine Putt vom Boss. Noch. Okay, lass die einfach machen. Ich gehe jetzt nicht mehr oben rum. Keine Ahnung. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Dann können wir nämlich einmal Reaping triggern und dann. Edit jetzt nicht die einen da noch, sonst kann mein Buff nicht ablaufen. Das will ich jetzt nicht. Ich will nicht wieder mit Shadow Meld oder Ewigkeiten müssen. Die Reaping Mobs triggern ja den Scheiß nicht hoch. Läuft's gleich aus. Ich einmal hochziehen. Also die Glocke ist halt in dem Sinne ein bisschen gewaste. Oh komm, er sollte mich mal dispeln. 25 ist dann schon ein bisschen ätzender. Können wir eigentlich gleich den Boss hier spielen? Okay, auf geht's. Weil HT hatten wir eh schon wieder ready. Aber wir haben es ja nicht beim ersten Boss gezündet, sondern gleich beim ersten Trashpack. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Muss es nicht immer unbedingt beim Boss ziehen. Ich schaue, dass ich mich hier so ein bisschen positioniere, dass ich nicht zu weit am Rand stehe. Weil hier passiert es tatsächlich relativ oft, dass du rumgekickt wirst. Und das ist halt richtig ätzend dann. Hütet euch. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Ich habe den ja letztens mit dem DH ein bisschen gemacht, ne, also mit meinem Boostcharm. Und da sind mir auch ständig resettet, weil ich Mobs dazuziehen wollte, dass ich mehr treffe, dass ich meinen I-Beam schneller resettet, ne? Und das hat aber überhaupt nicht geklappt. Jedes Mal, wenn ich an den Rand gelaufen bin zu den Mobs, resettet der Kackboss. Er hat ja relativ kleine Grenzen. Also wenn du hier oben bist und einen Schritt zu weit gehst, ist er weg. Hier kannst du rausgenockt werden, ist er weg. Da kannst du rausgenockt werden, ist er weg. Und wenn du hier hinter gehst, ist er auch weg. Quasi. Ich gehe jetzt einfach mitten durch, keine Ahnung. Darauf trinke ich erstmal ein. Dann machen wir die hier halt. Kann eigentlich, obwohl den können wir da zum Boss reinziehen. Eigentlich würde ich dann hier die Mobs zum Boss reinziehen, aber da drin kann ich Necrotic halt schlecht resetten. Jetzt lauf Backpedal. Ich hasse dich. Warum muss der Mage da backpedal? Ich verstehe es halt einfach nicht. Warum? Es ist halt so unnötig. Jetzt habe ich halt schon wieder Stacks ohne Ende. Jetzt kann ich sie halt ins Nirvana kicken und ein bisschen Stacks resetten gehen. Warum muss er da rein backpedalen? Ich verstehe es halt nicht. Ich versuche wieder die Mobs hier alle zusammenzukriegen. Einen kriege ich jetzt halt noch nicht getauntet. Weiß ich nicht, dass uns das jetzt killen wird. Ja, zieh mich bitte nicht so durch, dass die Mobs wieder alle durch den Scheiß durchlaufen. Das macht mich wenig froh. Da links haben wir auch noch eine Gruppe. Die sollten wir jetzt auch nicht adden. Ich hab wieder 30 Stacks. Aber die sterben jetzt eh gleich, also passt das. Lauf, kleines Mädchen. Alter, die Waldfee, sag ich da bloß. Was haben wir denn? Lauf, kleines Mädchen. Lauf!
What the fuck? Jetzt irgendwie gar keine Heilung gekriegt. Jetzt muss ich hier schon ein CD wasten für. Will ich einmal resetten? Ah, oh, Gott sei Dank. Er hat mich zwar hergehuckt, aber ich habe meinen Stack noch resetten können. Perfekt. Normalerweise pulst du halt hier eigentlich die ganze Zeit Mobs weiter, ne? Aber hier kannst du halt echt schlecht resetten in dem kleinen Dings. Deswegen muss ich hier ein bisschen gucken. Muss ich hier mal schauen, dass sie aus dem Combat kommen. Danach haben wir Evil Reaping, was wir triggern. Steht da natürlich in der Blutpfütze drin, ungünstig. Na komm raus. Macht jetzt halt einen Cast am anderen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Bei 32 Stacks müssten den großen. Na gut, noch geht Heilung durch. Ah, jetzt steht halt. Das ist halt jetzt echt kacke, weil der Typ jedes Mal seine Casts wirkt und hier jetzt alles zugevoidet hast. Komm, ich mach's jetzt anders. Ich mach's Shadowmelt kurz und hau dann jetzt den Scheiß rein. Hilft jetzt nichts, sonst geht der Stack nie runter. Und ich habe die ganzen Reaping-Mobs, das war jetzt die richtige Entscheidung. Weil der halt jedes Mal in der Void stehen bleibt, wenn er seinen Kack macht. Du kriegst ihn halt nicht rausgekitet. Mal gucken, danach können wir den anderen großen noch machen. Wie viel Trash haben wir denn? Wir können mit dem Rogue nämlich am Schluss halt skippen, ne? Also den ganzen Trash. Deswegen kannst du hier eigentlich tatsächlich relativ viel machen, wenn du eh warten musst. So, Heiler hat ein bisschen Mana, passt schon. Muss ich mal gucken. Hallo? Ja, man hielt sie dir lieber mal gezogen. Wollte wahrscheinlich noch recken. Schmeck ich da Rage? Nein, du schmeckst da keinen Rage. Alles gut. Alles gut. Ich kann quasi dann nochmal eine Gruppe hier pullen und den Rest können wir dann skippen. Oder ich pull den großen, je nachdem. Ludwig geht zu Boden. Was für ein Kampf. Diese dahergelaufenen Seeräuber sind nicht unterzukriegen. Aber wird ihnen das etwas nutzen? Denn lauf, kleines Mädchen. Lauf. Nur bloß den einen da. Raus da, Affe. Nee, weil dann können wir jetzt die eine Gruppe dann quasi auf der Brücke noch machen. Dann quasi durchstealthen. Und. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Auf geht's. Oder was haben wir denn? 8, irgendwas? Die 2 müssen auch nochmal so 3% oder so bringen und den Rest kannst du dann hinten finishen. Wir sind eh bei 91. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Also ein Zweier wird das, glaube ich, auf jeden Fall. Das sind 2 Minuten, ja. Dann 2 Minuten für 3, das würde jetzt halt nicht mehr ausgehen. Wenn wir da nicht so sinnlos geweiht wären, hätte ich ein bisschen mehr gepullt, dann wäre das so gegangen. Oh, jetzt hat der Boss sich einen Ticken geheilt. Weil da noch eine Dingsfläche war. Eine Heal-Fläche. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ticken muss ich nur weg.
Hab nämlich genug Range, dass ich quasi ihn hitten kann, ohne dass der Wirbel mich trifft. Das ist ganz nice eigentlich. Na shit, jetzt hab ich den Hai an der Hacken. Ich hoffe, der Rogue checkt das dann gleich, auch was ich machen will mit dem Skippen, ne? Das können wir nur hoffen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! So. Diesmal bin ich jetzt den unteren Weg gelaufen. Sonst laufe ich eigentlich mal oben rum. Aber das klappt halt immer so semi-mäßig. Hatten die hier noch rumgammeln? Das darf man nicht interrupten. Dann machen sie nämlich... Ah, schau, der Priester schreibt gerade, dass wir schauten, zum Boss schauten. Ah, jetzt habe ich das interrupted. Das war jetzt eigentlich sinnlos. Dann kriegt er nämlich mehr Damage. Egal. Dann haben wir halt hier die Pfützen. Wir müssen halt einmal hier hingehen und dann können wir... Mach den Shroud an, bevor die Putt. Kann eh stealthen, deswegen ist das kein Stress. Schau, jetzt haben wir nämlich noch ein drittes Mal Heldentum, so wie ich es vorhin gemeint habe. Das finde ich so echt nicht schlecht. Dann machst du beim ersten Trash Pack, pulst du alles zusammen, ziehst es. Dann kannst du quasi beim zweiten, beim letzten Boss. Finde ich so rum eigentlich tatsächlich besser. Los, Männer! Mach diesen Pakt mit unseren Kanonen bekannt! Nochmal HT hier. Können wir nachher den einen Trash dann noch reinziehen quasi. Eigentlich hätte ich am Ende Inka ziehen sollen und den Boss quasi in den Trash reinziehen, wenn er nur noch ein paar Prozent Life hat. Naja, aber schau, das war doch eine ganz gute Gruppe eigentlich. War wahrscheinlich gut, dass ich nicht bei der Erstbesten angemeldet habe, sondern ein bisschen geguckt habe. Weil eigentlich sind die 10er-Dinger ja gar kein Stress, oder das ist jetzt halt ein 11er, ne? Ist quasi fast das gleiche. So, jetzt könnte ich den dann in den Trash reinziehen. Also ich lasse ihn noch ein bisschen weiter runter. Dann laufe ich in den Trash mit dem... Ach komm, jetzt in den Trash rein. Rein in den Bums. Man hätte jetzt eigentlich auch eine kleinere Gruppe pullen können, aber es bleibt sie eigentlich gleich. 27 Stacks habe ich schon wieder. Okay, ich kick sie mal weg. Und ich... Oh fuck, die haben mich rangezogen. Ich shattermelte einmal. Ah, jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Aggro wieder... Ja, okay, das mit dem Shadow Melt war doch keine gute Idee. Oh fuck, er hat geedit. Das macht keinen Scheiß, Leute. Das ist jetzt nicht gut. Jetzt werden wir halt instant wieder hochstacken. Kommt, tötet jetzt nochmal die kleinen Mobs. Ich kann nochmal eine Wall ziehen. Also jetzt sollte was von dem Zeugel sterben. Ich kann nochmal desorientieren. Alter. Mal am Ende noch spannend hier. Eigentlich kann ich da jetzt just for fun. Ich brauche die Bonus-Rolls eh nicht. Einfach mal einen Bonus-Roll raushauen. Ich habe Beute. Den Ring auf 400. Ja gut, das brauche ich nicht. Man hat jetzt ein Dings. Was hat einer ein cooles Item gekriegt? Nee, die haben alle Kacke gekriegt. Ja, gut. War ein ganz netter Run. Der hat einen Umhang mit Tertiärstat und Sockel. Das ist nicht schlecht. Gut. Hätten wir unseren Weekly plus 10 oder in dem Fall 11 auch wieder durch. Perfekt. Dann einmal raus aus dem Laden.